Herzlich willkommen, Leute, zu einem ganz besonderen Video. Wir spielen heute Super Mario Bros. 35. Das ist ungefähr so wie Tetris 99, das neueste Battle Royale von Nintendo. Und ihr wisst alle, wie gut ich in Super Mario Maker 2 bin. Ich bin ja fast schon eine Legende, jeder kennt mich. Und jetzt spiele ich Super Mario Bros. 35. Und ich sag euch, es wird genauso schlecht. Und lustig, und lustig, und lustig, ja. Tetris 99 war auf dem Channel eigentlich ein richtiger Hit und hat sehr viel Spaß gemacht. Mario 35 ist hoffentlich genauso unterhaltsam für euch, ja. Ich wünsche euch viel Spaß und unabhängig von meiner Leistung würde ich mich jetzt freuen, bevor ihr das Video gesehen habt, dass ihr gerne Like und Abo dalasst, hä? Wird nämlich geil. Ich wünsche euch, ja, jetzt gute Unterhaltung. Auf geht's. Das ist der Trick. Ich grinde jetzt Level 1-1, ja. Das ist die Profi-Taktik, Arosch. Ich bin sehr gespannt. Naja, pass auf. Du machst immer, du grindest hier durch. Ja, so wie ich. Also so richtig mit krasser Geschwindigkeit. Ja, ja, der ist krass, ja. Also das ist schon, das war beeindruckend jetzt. Schon, ja. Also, ich habe schon mehrere Rekorde angestrebt. So, und dann springst du hier dick an den... Ja, guck, 15 Sekunden. Dann machen wir einfach so eine Kiste auf oben. Just for the... Bumm, alle Gegner tot. 74 Sekunden auf der Uhr. Wir können auch weiter rein slotten. Ja, wir slotten auch. Immer schön die Slot-Maschine drehen. Bumm, wieder alle Gegner tot. Ja, jetzt hier ein bisschen chillen. Dann wird wieder reingeslottet. Immer rein slotten, immer rein slotten. Ein Stern, ja. Ich kann dir zeigen, wie man mit einem Stern stirbt. Und jetzt geht man oben lang. Das ist der Trick. Weil du dann nämlich wieder in Level 1-1 gehst und das Ganze von vorne spielst. Also machst du die Boom. Immer und immer wieder. Genau. Weil jetzt schicken nämlich alle mir die Gegner zu, weil ich der beste Spieler bin. Und die grinde ich mit der Feuerblume und mit meinen Coins. Und damit habe ich unendlich Zeit eigentlich. Und so habe ich das Spiel komplett unter Kontrolle. Eigentlich relativ einfach. Kann man nicht verlieren. Wir slotten einfach wieder. Zack. Und jetzt schön da nur 3 Sekunden holen. Und jetzt bin ich auf einmal woanders, wo ich gar nicht hin wollte. Scheiße, ich wollte in Welt 1-1. Ist das das Ding mit den Hammerbrüdern? Ne, die heißen Hammerbrüder. Da kann ich nichts für. Spielen wir jetzt auch noch eine Abkürzung. Irgendwann, wenn ich oben bin. Ja, gut, Zeit bleibt wenigstens stehen. La 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 la. Das macht man nur zum Slotten. Und dann jietet man sich hier runter. Oh! Scheiße. Wieder gute 3 Sekunden. Ich hab doch eigentlich. Ich müsste doch schon gewonnen haben, oder? Hier kann doch keiner mehr im Rennen sein. Wer soll mich denn jetzt noch schlagen? Außer der Abgrund. Ich könnte ja eigentlich nur irgendwo runterfallen. So. Und? Du kennst den Trick? Hä? 1-1. 1-1! Okay. Das ist eine ganz wilde Strat von mir gewesen. Alter, du hast eine Ewigkeit Zeit. Was soll ich tun? Ich kann sie ja nur fressen! Ah! Ja!
Und schön langsam. Wo ist meine Feuerblume? Gib! Ah! Scheiße, da ist keine drin. Rein ins Gemenge! Ah! Oh, clean. Oh, nicht clean. Stopp. Aufstehen lassen. Ach du Scheiße. Okay. Ist hier was drin? Was ist denn? Das sind 2 Millionen Mobs. Wo ist meine Feuerblume? Mann, das war ein guter Run. Wie viel da wurde ich? Weiß es nicht. 7. Ich habe den Nachteil deiner Taktik gesehen. Du hast nicht die fiesen Monster, die du zu den Gegnern schickst. Aber wie schicke ich Gegner? Ich schicke doch nur Gegner ein Monster, wenn ich wen töte, oder nicht? Oder muss ich dem auf den Kopf springen, damit das geht? Also ist auf den Kopf springen allgemein besser als erschießen? Ey. Ah. Warum gibt es extra Leben in dem Modus? Was gibt mir denn Leben? Coins, also eine Slot-Machine. Ich habe gerade anscheinend 70 Coins bekommen, weil ich wen gefinisht habe. Das heißt, wir können wieder reinslotten. Und ja, wir können auch einmal wieder reinfailen. Okay, easy. Zurückgegambelt. Okay. Danke für die ganzen Gegner. Gönn doch! Oh. Ich will doch lieber die Blume haben als den Stern. Es tut mir leid. So. Und da ist die Blume wieder weg. Und ich hätte nix. Kommen jetzt alle zurück? Die Bengel? Okay, ich hab Zeit, ich hab Zeit. Contenance! Wo bin ich? In dem Level hätte ich gerne eine Feuerblume. Deswegen muss man hier ein bisschen wieder mal auf Coins gehen. Oder halt auch mal einen Gegner treffen. Das da ist safe ein Pilz, das sehe ich doch. Steht doch schon drauf. Mein Gott. Ach du Scheiße. Ein lustiges Spiel. Ach, Lucky Me.
Lasst mich durch. Ja. Oh, Level 1-1. Das kenne ich, das kenne ich. Zack, zack, zack. Der Grind. Und der Idiot, aber das ist nicht schlimm. So, wie viel leben noch? Es können 9 von 35 noch rennen, wie immer. Ich glaube, die anderen, also weil ich bis jetzt immer 9 von 35 gesehen habe, wenn ich rübergeguckt habe, ich glaube, die anderen sind Bots, um mir ein besseres Gefühl beim Spiel zu geben. Wie PUBG. Ja, ich glaube, es spielen wirklich nur 9 Leute gegeneinander und ich werde immer Letzter. Das ist die einzige Begründung, was ich mir hier vorstellen kann. Das alles sonst ist fake. Komm jetzt! Die Uhr drained! Ihr Betrüger! Warum schickt mir keiner Gegner rüber, weil ich wahrscheinlich der Schlechteste bin? Nein, nein, nein! Push für Feuerblume! Danke! Okay, Push für Feuerblume! Okay, Level 1-1, das kenne ich. Entschuldigung, Sir, ich muss nur an den Block. Er fällt mir genau auf die Rübe. Und da ist nichts drin. Das Goomba-Sammelbecken. Nein! Der Choke des Jahres! Wie? Okay, hab ich. Hier ist kein Pilz drinne. Kommt runter jetzt! Oh nein, die bleibt da oben stehen. Was tue ich? Ja! Okay, gejietet. Und 15 Sekunden. Aha, aha, ihr Bengel. Fallt mal da runter. Ich muss die Slot-Machine drehen. Lass mich mal slotten. Danke. Und wieder weg. Mann, ich bin so gut in dem Game. Das Lustigste an der ganzen Geschichte ist, wenn die anderen gegen mich verlieren, werden die sich richtig ärgern, wenn die sich das ansehen. Konnte man gegen so jemanden verlieren? Werden sich alle fragen. Mach jetzt! Oh, ich wollte die Coins. Wollte ich nicht. Ah! Oh, zack. Was ist denn das? Oh mein Gott. Jetzt wird Stress. Die Zeit läuft schnell ab. Oh mein Gott. Wir müssen uns beeilen. Und wir rennen, wir rennen, wir rennen. Dann mach mal die guten Jumps. Er kann's noch. Er war nie weg. 4 von 35. Er war nie weg. Was ist das für ein geiler Run gewesen? Und weiter. Unter Druck. Da bin ich am besten hier. Komm runter da! Schnell, schnell, schnell. Zack, zack, zack. Hier oben lang. Zack, zack, zack. Da springen wir rüber. Rein direkt. Guter Hop an der Stelle. Wir gehen einfach direkt hier rein. Das ist mal ein Fehler, glaube ich. Aber rein. Hauptsache die Runde beenden. Und jeet. Wo bin ich? Okay, 3-1, glaube ich. Da müssen wir direkt durch. Und wir slotten. Gib her. Wir slotten nochmal. Ich habe keine Coins zum Slotten. Nein.
Da ist ein Bowser! Oh mein Gott. Bowser. Ich hab dir nichts getan! Ich bin Zweiter. Warum ist da ein Bowser? Wieso nicht? Dritter bin ich, Dritter bin ich. Das war jetzt nicht so schlecht. Kann ich mir die anderen wenigstens noch anschauen? Nur wenn ich jetzt nicht wegdrücke, oder? Die haben anscheinend richtig viel Zeit auf der Uhr, weil die chillen. Also der eine chillt wirklich krass. Kannst du? Ich kann den anderen zuschauen. Ich glaube doch jetzt nur, wenn ich nicht wegdrücke, ne? Zuschauen. Man kann ihn sogar... Ja, wie soll ich auch... Hallo? Ach, ist vorbei. Also, ich möchte ganz kurz anmerken, wenn wir uns dieses Bild so anschauen, dann kann man, also weil ihr sagt, ich bin nicht krass. Hey, ich hab das, wollte ich sagen, wenn du keine Asiaten-Lobby hast, also, dann hast du ein easy match. Wenn wir uns das halt anschauen, muss man schon sagen, ich bin ziemlich krass. Ja? Wo sind denn die Nicht-Japaner? Ja? Wo, ich weiß nicht, haben die überhaupt mitgespielt? Hier unten irgendwo, ja? Wie hat der eine 1400 Münzen gesammelt?